Yeah, Buddy, was geht, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen hier bei Pokémon Tower Defense 2. Wir sind in Akrotik City und in der letzten Folge hat uns ein Gengar das Leben schwer gemacht. Und natürlich müssen wir dieses Gengar jetzt besiegen. Das Team ist auf jeden Fall stark. Ich kann ja nochmal kurz zeigen, was jetzt im Team ist. Geowatz, Simsala, Tauboss, Pinsir. Warte mal, der hieß Impergator, genau, und der Tornupto. Also das sind zumindest die deutschen Namen. Sonst haben wir auf jeden Fall hier noch ein paar Pokémon so als Reserve, aber ich will natürlich mein Team immer aus den stärksten und aus den Pokémon haben, die mir am meisten Spaß machen oder die ich irgendwie am coolsten finde. Und ja, jetzt suchen wir nochmal, wo war denn jetzt nochmal das kleine Gengar? War der hier? Hä? Ne, das war was anderes, oder? Ist das der Gengar-Typ? Oder habe ich jetzt... Ich glaube, Gengar kommt noch, oder? Crunch? Junge, hau den mal weg hier. Warte mal, warte mal, warte mal. Ey, ich bin jetzt ein bisschen... Bin jetzt ein bisschen irritiert. War das der Gengar-Typ? Okay, vielleicht müssen wir erstmal die Kleinen besiegen. Und dann... Ja, ich glaube, dann geht es nochmal gegen Gengar oben. So, jetzt nochmal schnell gucken. Pinsir, was musst du einsetzen? Trash ist, glaube ich... Ist dieses Skizzer? Scissors? Aber wir machen es mal so, dass meine... Komm raus mit dir. Ah, er kann nicht flüchten. Verdammt. Bringt Blind irgendwas? Vital Throw? Oh shit, der wird sterben. Der wird sterben, mein Pinsir. Also da wäre es besser, wenn ich immer Geowatz auf jeden Fall in den Fight schicke. Earthquake. Rollout war auf jeden Fall stark. So, hauen wir den Kleinen erstmal weg. Hauen wir erstmal überhaupt alle Kleine weg, bis... Ah, shit, shit, shit. Bitte nicht sterben. Bitte nicht sterben, mein Junge. Ah, du machst ganz gut Schaden. Der Gegner brennt, glaube ich. Okay, das ist ganz gut. Jetzt ist Gengar am Start. Well, now Gengar. Okay, dann gucken wir doch mal. So, Gengar war letztes Mal wirklich ein Problem. Ja, ich kann es mir auch erstmal gar nicht erklären, was für einen Trick man hier wieder anwenden muss. Ich guck mal so auf die anderen Felder, ob da irgendwas ist. Gengar teleportiert ja meine Pokémon schnell wieder gleich irgendwie zurück. Dann muss ich sie direkt wieder auspacken. Was ist das denn hier? Ein kleiner Schatten. Ey, den hau ich weg. Oder? Hau ich den weg? Ich hoffe doch. Lol. Okay, was war das für ein komischer Schatten? Ja, auf jeden Fall geht es jetzt erstmal weiter. Bam, der muss raus, der muss raus. So, und wieder Attacke auf Gengar. Also das mit den Schatten, das habe ich letztes Mal noch nicht gesehen. Das war schon mal... Man muss echt immer ein bisschen hinterher gucken. Ich weiß aber gerade nicht, ob uns das hilft, denn Gengar scheint trotzdem eine miese Wucht zu sein. So, ich gebe trotzdem Vollgas. Ihr kennt das ja von mir. Also Flame Wheel Crunch, das ist schon... Wupp, zack und zack. So, kleine Gengars? Was hat es damit auf sich? Boah, die scheinen aber richtig Props zu machen. Okay, hat er geschafft. Wupp. So, die Schatten habe ich jetzt gerade nicht mal besiegen können. Und schon ist Gengar wieder am Start. Puh, den zu besiegen ist ultra hart. Und schon wieder kleine Gengars. Lol. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss meine Pokémon noch ein bisschen... Aha. Was macht das? Attack Power 70? Was ist das? Eine normale Attacke. Was hat Flail gemacht? 20 bis 200. Umso weniger. Hier haben wir 70. Ansonsten Crunch mit 80. Ist aber eine Dark-Fähigkeit. Ja, das ist jetzt die Frage. Lasse ich Flail oder nehme ich Chip Attack? Ich glaube, ich nehme Chip Attack. Dann. So, dann darfst du jetzt als einziger nochmal... Ah, scheiße. Echt schwierig, der Knecht. Puh, ich probier's nochmal. Komm, das muss irgendwie besser funktionieren. Ich habe auf jeden Fall schon mal eine bessere Technik. Und zwar kommen ja erstmal hier die kleinen Nebulax. Und die besiege ich auf jeden Fall erstmal mit Geowatz. So, dann haben wir nämlich hier schon mal keine Props und verlieren auch zumindest nicht ein einziges Pokémon. Denn das macht ja... So, hier haben wir noch eins. Bam. Und Geowatz ist einfach... Geowatz ist nach wie vor meine Wucht. Okay, Gengar, du willst es wissen. Ich habe es verstanden. Also, bam.
Bam, die drei stärksten raus, oder? 37, 45, 39, das Pinsel sogar stärker. Thresh. Oder? Wow. Ey, vielleicht hat es jetzt gut geklappt. So schnell. Den komischen. Nein, das ist der falsche. Geowatz. Ich kann nicht mehr wechseln. Verdammt. Ah, das war böse, das war böse. Den Fehler darf ich nie nochmal machen. Geowatz muss alle Kleinen vernichten. So, der Schaden auf Gengar ist eigentlich ganz gut. So, Geowatz, hau ihn weg. Hau den verdammten Penner weg. Bam. Und ran an den Speck. Wow, das Problem ist, gleich ist Geowatz tot. Ja, jetzt ist er schon tot. Oh. Schnell. Schnell. Crunch ihn weg, Junge. Ey, Crunch ist gut. Crunch ist richtig gut. Das funktioniert hier aber gar nicht. Ah, und flüchten kann er natürlich nicht. Ja, das Gengar scheint sich auch irgendwie zu heilen die ganze Zeit. Ich habe das Gefühl, hier haben doch schon viel mehr Leben abgezwappt. So, jetzt nochmal. Crunch war gut. Der war aber schlecht. Ich versuche es mal hier mit vielleicht Swift. So, hau ihn weg. So, die Kleinen sind jetzt auch weg. Zack. Ich habe aber nicht mehr allzu viele Pokémon. Aber Simsala ist auch noch mit dabei. Ach du Heilige. Junge, der ist echt stark. Impagator. Aber er alleine wird es auch nicht regeln. Also Impagator und. Ja, und wenn dann natürlich mein Geowatz. Ja, immerhin kann er sich ein bisschen hochleveln. Alto Belli, ist das normal? Ist das normal, wie viele Leben der hat? Junge. Einen Fehler habe ich gemacht, das weiß ich. Ich darf Taubos da nicht rausschicken. Die Frage ist jetzt aber, level ich ein bisschen oder versuche ich es direkt nochmal? Ich glaube, ich level mal ganz kurz, wenigstens ein bisschen im Pergator. Das war closed. Gut, die Viecher kann ich nicht. So, Bicycle aufs Fahrrad. Oh, hüp, am Baum gerüttelt. Das war aus Versehen, Leute. Mal gucken, was hier kommt. Da kommt gar nichts, ey. So, komm, Impergator mal ein bisschen nach vorne. So, setzen wir mal ein paar Steine raus. So, hier, das können wir definitiv. Yo! Komm schon, Impergator. Ey, wieso? Du sollst Level steigen. Okay. Was kann der? Ah, nochmal lesen. Time is over, this tower, but oh, hasn't returned. Das Shadow-Pokémon, okay. Habe ich verstanden. Ich komme nicht raus, sobald ich den einen nicht besiegt habe. Ist das bitter, ist das bitter. Ich rüttel mal ein bisschen an den Bäumchen. So, ich versuche jetzt mal Impergator hier richtig. Der soll mal ein, zwei Level kriegen. Boah, shit, ey. Also ich hole mal ein bisschen so die Schwächeren raus. Jo, das würde ewig dauern, bis der ein bisschen was an Level bekommt. So, auf jeden Fall wird Tornupto gleich erstmal ein Level steigen. Vielleicht eine neue starke Attacke würde mir natürlich auch helfen. Gengar ist schon eine Wucht. Da müsste ich natürlich wissen, was funktioniert gut gegen diese Psycho-Pokémon oder Geist-Pokémon, sagen wir mal besser. Ich glaube, Dark war schon ganz stark. Also der Crunch hat gut Damage gemacht. You can't leave. Junge, du willst mich komplett verkackeiern, oder? Ich bin hier quasi gefangen. Der einzige Weg ist hier. Hier gab es ja auch jetzt keine interessanten Pokémon, oder? Also die interessantesten habe ich schon. Und Pinsir war einer der interessanten, die ich gefangen habe. So, hier haben wir Habitax, Ibitax, alles klar. Ja, nice. Level gestiegen, wenigstens das. So, Simsala, komm, du kannst auch noch mal ein bisschen was lernen. Ah, ich rüttel mal so ein bisschen weiter. Dann lassen wir Simsala ein bisschen lernen. Hier, Pinsir. Wer ist noch? 43. Ah, das sind schon die Schwächsten, aber gut. Taubos ist auch nicht wirklich die Wucht gerade. So, die sollen jetzt alle nochmal so ein halbes Level auf jeden Fall, also besser sogar noch ein Level kriegen. Und dann versuche ich es nochmal mit Gengar. Ich hoffe natürlich, dass wir in dieser Folge den bösen Gengar besiegen. Und das werden wir auf jeden Fall. Wenn, dann level ich so lange. Hey, das sind ja geile Pokémon. Was ist das denn?
Pokéball? Ah, fuck, der war schwach. So, holen wir hier nochmal ein Feuer. Jupp! 24! Heracross? Ey, der entwickelt sich doch bestimmt geil, oder? Zum Ultra-Käfer. Mit den Käfern, mit denen habe ich es ein bisschen gerade. Simsala. Ah, Geowatz, komm, du regelst wieder. Dass die Kleinen nicht hinkriegen hier. Doch, kriegen sie. So, Simsala steigt auch bald sein Level. Ah, ich rüttel mal ein bisschen weiter. Ist ja geil, so ein komisches Käfer-Pokémon wieder gefangen. Ich werde es jetzt aber gerade nicht. Ich werde es jetzt aber nicht einsetzen. Da müsste ich zuerst wissen, ob sich das überhaupt interessant entwickelt. Bei Pinsir weiß ich inzwischen, der entwickelt sich leider nicht mehr. Ich hätte mir gewünscht, dass er vielleicht zu so einem Stahlsier noch wird oder so. Junge, willst du gegen mich kämpfen, Fukano? Ist das dein Ernst? Zack. Zack. So, Simsala steigt auch gleich sein Level. Nice. So, Simsala ist gestiegen. Yo! So schwach sind die Viecher gar nicht. Ha, da habe ich noch ein Level abbekommen. So, rütteln wir mal an einem anderen Bäumchen. Gucken wir mal, ob da was anderes bei rumkommt. Am Ende immer Geowatz. Der regelt im Zweifelsfall. Der kann einfach mal ein paar Steinchen raus. Ja, da sind die Steine. An den Steinen kommt schon kein Mensch vorbei. So, Simsala kriege ich noch ein Level hoch. Das ist ganz geil. Schön, Impagato ist auch noch ein Level gestiegen. Es wäre allerdings schön, wenn. Es wäre allerdings schön, wenn Pinsir jetzt auch noch. Pinsir und Tauboss, die könnten auch noch ein Level hinkriegen. So, immer schön am Bäumlein rütteln. Zack. Zack. Aber im Pergator glaube ich nicht mehr, dass ich da noch ein Level hinkriege. Dafür braucht er zu viel Erfahrung. So, Simsala, 39. Dann haben wir den gleich. What? Der schläft! Stealth Rocks. Raus damit. So. 39 haben wir. Ah, vielleicht noch bei irgendeinem noch ein Level. Und dann ist aber auch. Dann will ich es nochmal gegen Gengar versuchen. Es war ja eigentlich schon relativ knapp. Wir haben es ja schon wieder rausbekommen, dass man diese Geister, also ich glaube, die muss man irgendwie besiegen. Zack, zack. So, was haben wir hier? Pinsir darf noch ein Level steigen und Tauboss. Tauboss ist gerade gar nicht draußen. Oh, komm gar nicht so weit. Oh, Pinsir ist kurz davor, Tauboss kurz davor, Simsala darf trotzdem mit raus, Impergator und am Ende finishen natürlich hier die beiden Monster. 41, 45, Level 50, Alter. Sogar der ist noch ein Level gestiegen. Ich hoffe, das lohnt sich jetzt. Ich hoffe, der Earthquake ist schon eine sehr starke Attacke. Ich hoffe, der lernt aber. Komm, einmal noch, weil Tauboss braucht noch sein Level. Genau, zack. Super, Pinsir ist auch schon gestiegen. Also auf jeden Fall, ja, ich hoffe, das hat sich jetzt gelohnt. Aber müsste sich eigentlich gelohnt haben. So, und wieder beschleunigen. So, komm, Tauboss. Yo. So, Stealth Rock, gleich pass auf. Ah, Tauboss fehlt echt nicht mehr viel. Und, come on. Nice! Learn Move! Was haben wir hier? Healing Amount. The user lands in the body. Is your time. Save chance of flying to normal for the duration. Oh, ist nicht ganz meins. Was brachte das hier? Hm, was? Roost? Warte mal, warte mal, warte mal. Dragon 40, diese. Wie ist denn halt hier da?
Also so ist jetzt nicht schlecht und Wirbelwind war eine Scheißattacke. Dann. Okay, Level haben wir hinbekommen. Dann nochmal Richtung dem bösen Gengarissimo. Okay, also. So, wie war das jetzt? Geowatz muss hier erstmal regeln. So sehen wir sogar das ganze Feld vielleicht noch besser gerade. Um den Überblick zu behalten. Vielleicht noch. Lol, okay, das ist zu klein. Okay, Gengar regelt. Ich glaube, hier kam noch ein Nebulak, oder? Ja. Ghastly. So heißt das anscheinend auf Englisch. So, ich will noch mal ganz kurz schauen. Earthquake. Das hat alle geschwächt. Also Rollout ist schon gut. Psybeam ist gut. Wing Attack ist gut. Flame ist gut. Crunch war stark. Das war stark. Pinsir. Ich schicke erstmal Pinsir los. Kurz noch mal schauen. Pinsir. Attack Power 120. Junge, hau den weg, Pinsir. So, die beiden Geister werde ich jetzt erstmal versuchen zu zerstören mit Impergator und mit Geowatz. Okay, wenn es nur einer ist, dann natürlich mit Geowatz. Alte Belly, nicht, dass mein Geowatz hier gleich stirbt. Das sieht nämlich böse aus. Er hat voll... Oh, das könnte mir gleich den Allerwertesten retten. Der hat ein Level abbekommen. So, hier nochmal. Komm, jetzt machst du auch mal schön Schaden. Ha, Geowatz hat ein Level abbekommen. Wie crazy ist das denn? Genau im richtigen Moment. Zack, regelt. Nein. Regelt Geowatz und hier mit Crunch. Beim Pergator kann ich mir so einen Crunch richtig gut vorstellen. Yes. Alter, und er hat auch ein Level abbekommen. Please. Das ist, glaube ich, eine gute Runde. Ich hoffe es zumindest. So schwach war der noch nie, oder? Taubos mit raus. So, jetzt habe ich... Oh nein, jetzt habe ich das Problem. Und zwar, dass meine Pokémon, die ich so habe, ich glaube, die sind gar nicht in der Lage, alle die Gengars zu besiegen. Ne, siehst du schon. Oh ja, Simsala. Psycho Cut, Crit Chance. Oh Mann, jetzt geht's los. Confusion. Confusion Power, Attack Power, das ist Mist, ne? Machen wir das so. Dann. Der soll jetzt schön sein Psycut hier einsetzen. Wie? Gar nichts hast du, Junge? Ey, ich krieg diesen verdammten Gengar nicht Was ist das? Was zur Hölle ist das? Ich könnte Gengar nämlich parallel noch angreifen, glaube ich. Das ist das Problem. Oh, ich beschleunige mal wieder. Das ist jetzt, glaube ich, vorbei. Oh, Taubos ist jetzt auch auf jeden Fall stärker unterwegs mit dem Wing Attack. Zack. Oh, hat er sich geheilt. Holy. Ach was. Ha. Als ob Taubos den gleich alleine platt kriegt. Warte mal, warte mal. Ist Taubos meine neue Geheimwaffe? Wing, Wing. Wow, er ist wieder voll. So kann ich den gar nicht besiegen anscheinend. Ha, ist das bitter. Ist das bitter. Ey, Taubos ist aber ultra stark. Ich bräuchte ein Pokémon. Warte mal. Medicine? Potion auf... Ach, das geht nur auf Pokémon, die... Ja, hallo? Mein Taubos will auch keiner besiegen. Wie lange soll das Spiel jetzt gehen? Ja. So richtig Sinn macht das jetzt nicht, weil besiegen kann ich den nicht. Und aus dem Spiel raus kann ich, glaube ich, auch nicht, oder? Lol. Oder wenn ich einfach hier dranbleibe? Das mache ich mal gleich. Ich bleibe einfach mal an Gengar dran.
Boah, ich bleib einfach an Gengar dran. Was? Der Knecht heilt sich. Ich weiß nicht, ob diese Taktik jetzt aufgeht. Kann sein, dass ich dafür einfach zu wenig Pokémon habe. Heilt er sich genauso viel, wie ich Damage mache? Ich muss das mal. Ich will eigentlich. Ich will ja eigentlich nur den Fight verlassen, nicht das ganze Spiel. Oh, jetzt hat er sich nicht so hart geheilt. Please. Please. Okay, Leute, ich muss das Spiel verlassen. So, Story Mode. Jetzt sagt mir nicht, jetzt gibt es ein Problem mit dem Spiel. Das war ja quasi wie irgendein Bug gerade, dass ich nicht rausgekommen bin. Oh, come on. So, dann gehen wir nochmal eine Etage zurück. Lol. Lol. Ja, ich habe Adblocker, alles klar. So, dann geht's nochmal weiter Richtung Pokémon Tower Defense. Ja, so sieht der Ladescreen aus. Ganz am Anfang, ihr wisst Bescheid. Ich würde mal so sagen, wir haben die Pokémon jetzt erstmal ein bisschen hochgelevelt. In der nächsten Folge besiegen wir Gengar. Das war jetzt nämlich eine etwas längere Folge. Am Ende mit diesem seltsamen Bug. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns dann morgen wieder. Und dann sage ich euch eins. Ich werde so lange spielen, bis wir Gengar besiegen. Das war jetzt hier, die Folge dauert fast, ja, fast 23 Minuten. Also ich denke, das ist schon in Ordnung. So, dass ihr das auch immer mal so ein bisschen zwischendurch gucken könnt und nicht euch gleich eine ganze Stunde ransetzen müsst. Ich danke euch fürs Zuschauen, Leute. Bis morgen, dann besiegen wir Gengar. Das sage ich euch hundertprozentig. Und dann, auch wenn es länger dauert. Also, bis morgen. Ciao, ciao.